Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin am Weinen, weil es so kalt ist und ich ohne Brille fahre. Heute steht auf dem Programm offene Kurven trainieren. Dafür rolle ich gerade meine Hometrails ab und suche nach Kurven, wo ich das mal ordentlich trainieren kann. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt von der Technik her, schaut euch mal das Video von Thomas und mir an. Da geht es um Off-Camper-Kurven, Anliegerkurven und Off-Camper-Kurven ist das, was ich jetzt trainiere. Ich erkläre euch jetzt gleich nochmal kurz den Unterschied, so wie ich das verstanden habe. Rollen wir das Ding hier nochmal runter, gucken mal, ob ich da so ein paar Sektionen finde, wo ich das üben kann. Ja, schon schneller als der erste Versuch. So, kurze Sache. Ich habe gerade so ein, zwei Abfahrten schon gemacht und merke, wenn ich das Fahrrad wirklich lege, komme ich viel schneller rum. Aber das Hinterrad rutscht irgendwie. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es nass ist und Laub. Aber der große Unterschied zwischen den Off-Camper-Kurven und den Anliegerkurven ist halt, dass man beim Anlieger eigentlich ja gar nicht so viel machen muss, weil der Anlieger die Kurve macht. Und bei den offenen Kurven, um da schnell rumzukommen, muss man das Rad halt legen, damit man das Gewicht hier auf die Seitenstollen bekommt. Hier habt ihr einen anderen Reifen. Diese hier. Weil die sind ja, um einfach nur zu rollen. Und die hier für den Grip in der Kurve. Was man dafür macht, ist halt, ja, das Fahrrad auf die Seite bringen. Einen am Strecken, Kurveninneres Bein ist oben, das andere ist unten. Und versucht halt so Traktion auf die äußeren Stollen zu bekommen, weil die sind halt dafür da, um die Kurve zu fahren. Also so kurzes Update. Thomas hat das besser erklärt. Schaut euch auf jeden Fall das Video an vom Kurs für die Kurvenfahren. Ich teste jetzt noch die Strecke hier. Da war letztes Mal viel umgebaut irgendwie. Und danach, denke ich, werde ich zu der Abfahrt davor gehen, weil die eigentlich echt cool war zum Üben. Ohne Baum. Ich muss echt wieder angewöhnen, mit Brille zu fahren. Den ganzen Ästen jetzt hier. Steilabfahrtentraining, stehen bleiben. Das rollt. Was für eine Senke. Ist auch cool. Hier ist natürlich jetzt. Ah, shit! Hätte ich besser machen können. Eine komplette Abfahrt wäre immer cool. Alter, ist einfach zu viel los im Wald. Keine Chance heute wieder. Ja, die ist echt ein bisschen tricky, die Kurve. Die hier unten. Schön. Aber Kurven einfach nicht. Ob das schief geht? Aber an sich ist das eigentlich ganz cool. Ich mal.
Ich bin die ganze Zeit nur am Weinen. Also ich fahre die jetzt nicht nochmal, weil ich merke, ich werde immer übermütiger. Aber so ein bisschen dieses Reinlegen habe ich, glaube ich, also das Bike-Legen, habe ich, glaube ich, gerafft. Denn im Vergleich zur ersten Abfahrt war ich auf jeden Fall schneller. Ich werde das später mal in den Videos vergleichen. Aber ich meine, da war ich schnell. So, jetzt ein bisschen normales Training noch. Puh, dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Oh, Daniel, merkt ihr? Sonntag keine Trails mehr fahren gehen hier. Ich sage euch eine Sache, Alter. Also Punkt A, mit so vielen Spaziergängern im Wald macht gar keinen Spaß. Punkt B, ich bin einfach echt langsam dem Matsch auch leid. Ich weiß auch nicht, ey. Also so langsam, aber sicher habe ich die Schnauze voll vom Matsch. Ich denke mal, ich packe jetzt hier ein, radel nach Hause. Und dann erzähle ich euch was über meine weiteren Pläne zum Enduro-Rennen, wie ich das Ganze angehe. Yo, ich bin ja echt jemand, der übelst Rücksicht nimmt, ne? Aber die Laune von manchen Leuten im Wald, wenn die Mountainbiker schon sehen, ne? Und ich fahre dann auch schon vorsichtig, fahre vorausschauend, Katastrophe, ey. Und dann nehmen sie halt den ganzen Waldweg halt ein, so als würde denn der Wald irgendwie alleine gehören. Also sowas wie heute habe ich noch nie erlebt. Ich hatte bisher echt nur positive Erlebnisse, freundliche Leute und so. War natürlich heute auch ein paar dabei. Aber so im Großen und Ganzen, ich bin extra aus dem Wald jetzt rausgefahren auf die Straße, weil ich keine Lust mehr auf Wald hatte. Kann es ja nicht sein. Also Leute, die ersten Termine stehen ja jetzt schon langsam fest. Also Enduro One hat jetzt gepostet, dass sie voll in die Planung gehen für 2022. Und ja, das ist ja auch so eins der Rennen, wo ich auf jeden Fall teilnehmen möchte. Wir werden sehen, wie das ganze 2022 mit Events und so aussieht. Mein Training im Moment beschränkt sich ja sehr, sehr auf Hometrails leider, weil einfach ja die Witterung und die Zeit und alles es nicht irgendwie zulässt, viel, viel mehr zu machen. Aber ein bisschen machen ist besser als gar nichts machen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, mich so ein bisschen zu verfolgen. Bald gibt es sicherlich wieder mehr. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.